Tag 20 dieser Reise und zur Feier des Tages gibt's heute eine kurze Etappe. Weiter geht's durchs Würmtal. Und was sagt Susi eigentlich dazu? Oh, total gut, aus dem Alltag rauszukommen. Okay. Einfach zu laufen. Ich merke, dass es meinem Körper gut tut, dass Seele gut tut. Weiter geht's im Schatten bis nach Pforzheim. Und da es an diesem Tag wieder sehr heiß ist, haben wir uns hier eine lange, lange Pause gegönnt. Auf schönen Radwegen geht es weiter. Und Ziel des Tages war Dietlingen. Dort haben wir Thorsten und Monja kennengelernt. Wenn wir bei uns da einchecken. Wir durften uns ausruhen. Und beim Abendessen haben wir spannende Geschichten ausgetauscht. Thorsten war lange Zeit DJ und ich fand es super interessant, ihm zuzuhören, was er in 10 Jahren auf der Bühne alles erlebt hat. Und die Zelte haben wir auch nicht gebraucht. Und das war Tag 20 meiner Reise. Und wie es weitergeht, seht ihr wie immer im nächsten Video. Bis dann!